Hey Leute, was geht? Wizard am Start. Und heute gibt's wieder mal ein Real Talk mit meiner geilen Frisur. Ich habe übrigens ein neues Wachs von Dabucks oder Dabucks. Kein Plan, aber es schaut extrem geil aus. Mir gefällt's. Das ist das beste Wachs, das ich je gekauft habe. Soll keine Werbung sein, aber ich finde es einfach geil. Auf jeden Fall, heute geht es um das Thema Sex. Flittchen und Bitches, meine ehrliche Meinung dazu. Also fangen wir mal an mit den Flittchen und Bitches und dann gehen wir genauer in die Tiefe. Also grundsätzlich, Bitches und Flittchen sind Frauen, die sich nuttig anziehen, mit jedem schlafen, Pornos drehen zum Beispiel, und ich persönlich finde das nicht gut. Ich finde, das sind keine ehrenbaren Frauen, man sollte sich nicht überall nackt zeigen und so. Ich meine, kann schön aussehen, aber ich halt grundsätzlich nichts von Bitches. Weil, jetzt ist es einfach für mich auch die keine Ehre, die sich für Sex bezahlen lassen zum Beispiel oder sich nackt ausziehen für andere, die es nicht einmal kennen. Also, ja, yeah, ich finde es einfach nicht richtig. Ich habe nämlich auch erst eine Nachricht bekommen von einer ziemlich jungen Person und die wollte als Flittchen bekannt werden und hat mich angeschrieben auf einem Business-E-Mail. Auf jeden Fall habe ich das abgeweist, die E-Mails sind gelöscht, weil sie mir auch ein paar Fotos mitgeschickt hat, perverse, und wie schon gesagt, sowas unterstütze ich nicht, da werde ich nicht helfen, wenn es um sowas geht. Grundsätzlich habe ich mit Kooperationen, oder wie man das nennt, mit anderen YouTubern, würde ich mich freuen, wenn das möglich wäre, aber ich unterstütze keine Flittchen dabei, bekannt zu werden, dass sie den Körper nackig zeigen, und wer will bitte als Flittchen bekannt werden? Ich finde, man sollte seine Ehre nicht einfach so aufgeben. Ich zeige mich ja auch nicht nackt jetzt oder halt mein Schwengel in die Kamera, weil ich eben nichts davon halte. Auf jeden Fall gehen wir zu den Themen. Ich glaube, das mit den Bitchen und Flittchen habe ich jetzt klargestellt, dass ich das nicht brauche, dass ich das nicht will. Ich mache jetzt übrigens heute, ich meine, ich habe schon länger nicht mehr gewichst. Jeder wichst einmal, jeder masturbiert, auch Frauen, Männer wahrscheinlich öfter, kann ich mir vorstellen. Kommt immer auf den Typ drauf an. Aber ich mache jetzt NoFap, weil es interessiert mich auch nicht, dass ich mich mit irgendeinem Porno anschaue, mit irgendwelchen Nutten, und dass ich dann mit meiner Hand mal runterhole. Ich will keinen Sex mit meiner Hand. Wenn ich eine Freundin habe, dann ist was anderes, mit der kann man Sex haben, Liebe machen. Aber grundsätzlich vom Witzen halte ich auch nicht wirklich so viel. Ich habe es natürlich schon öfter gemacht, wie jeder wahrscheinlich. Ich gebe es halt zu, aber die meisten geben es halt zu. Das ist ja auch was ganz normales Selbstbefriedigung. Ich will nicht sagen, dass schlecht ist, aber für mich ist es einfach nichts mehr. Und jetzt gehen wir zum Thema Sex, wo wir eh schon ein bisschen drin sind. Also ich persönlich habe schon mit zwei verschiedenen Frauen Sex gehabt. Okay, das ist jetzt, ich bin eigentlich stolz, dass nicht mehr waren. Man sollte nicht jeder gleich durchrammeln. Also, ja. Für die eine habe ich mehr Gefühle gehabt, für die andere gar keine. Und wie mit den gar keinen Gefühlen hat es mir auch keinen Spaß gehabt. Ich habe mittendrin aufgehört, weil ich keinen Spaß gehabt habe. Aber wenn man die Frau wirklich liebt und was für sie empfindet, dann ist Liebe machen oder auch Sex etwas Wunderschönes. Aber einfach so herumhuren mag ich nicht. Okay, das war meine Meinung zu dem Punkt, Thema, Standpunkt, mein Standpunkt! Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und bis Freitag. Peace out, liebe Freunde.